Du möchtest Fußballprofi werden? Dann bleib jetzt dran. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football und heute zeige ich dir, wie du in 3 Schritten zum Fußballprofi wirst. Ganz kurz, wieso sind wir zu diesem Thema gekommen? Wir sind Individualtrainer, das heißt, wir haben schon von klein auf bis zum Profiniveau Spieler begleitet. Daher haben wir sicher die Expertise, um euch diese 3 Tipps mit auf den Weg zu geben. Also, fackeln wir nicht lange rum, gehen wir direkt zu Schritt 1. Kommen wir zu Schritt 1 und das ist die Persönlichkeit. Hier habe ich es aufgeteilt auf 3 Punkte. Einerseits Wille, Fokus und Consistency. Wille ist so, dass du unbedingt besser werden möchtest. Du willst immer der Beste auf dem Platz sein. Du möchtest lernen, du möchtest noch besser werden. Also du willst wirklich Fußballprofi werden. Dann gehen wir schon zum Punkt 2, der Fokus. Du darfst dich nicht ablenken lassen von unwichtigen Sachen. Zum Beispiel, deine Kollegen gehen Freitagabend raus, gehen in eine Bar, gehen etwas essen und es wird spät. Aber du hast am nächsten Tag ein Spiel, daher konzentriere dich. Da musst du leider auf solche Sachen verzichten. Du hast den Fokus, du möchtest nur Fußballprofi werden. Daher kannst du nicht alles haben. Das heißt, du gehst nicht mit, hast dafür aber genug Schlaf. Das gleiche bei der Ernährung. Deine Kollegen gehen in den McDonald's oder in den Burger King oder holen sich einen Döner. Du musst auf deine Ernährung schauen, weil jedes Prozent zählt am Schluss beim Schlaf, bei der Ernährung. Und das gleiche gilt auch für Süßgetränke. Trink lieber mehr Wasser. Der dritte Punkt, Consistency, heißt, du musst unbedingt dranbleiben. Auch wenn es mal nicht läuft, du musst wirklich dranbleiben. Der Trainer lässt dich nicht spielen. Sag nicht direkt, ah, der Trainer ist nicht gut, der Trainer das, ich wechsle jetzt zu einem anderen Verein. Nein, versuch dich hochzuarbeiten. Versuch im Training noch mehr Gas zu geben, noch besser zu sein. Der Trainer muss merken, du möchtest wirklich zum Stammplatz gehören. Daher unbedingt immer dranbleiben, auch wenn es mal bei dir nicht läuft. Bleib immer dran. Es ist so wichtig. Wenn du dranbleibst, kommt irgendwann der Erfolg. Darum bleib auf jeden Fall immer dran. Das sage ich zu allen meinen Spielern. Bleib dran, auch wenn es mal nicht gut läuft. Auch wenn du mal zum Beispiel von der ersten Liga in die zweite kommst. Egal, bleib dran, bleib an deine Ziele und dann wirst du es schaffen. So, kommen wir zu Schritt 2 und das ist das Fußballerische. Hier musst du logischerweise gut am Ball sein, du musst gute Pässe haben, du musst einen guten First Touch haben, du musst gutes Spielverständnis haben. Das kommt mit viel Training. Da gehen wir wieder zu Schritt 1. Wenn du merkst, du bist nicht gut, zum Beispiel im First Touch, dann gehst du raus, du willst ja besser werden, dann gehst du raus, suchst dir eine Wand und trainierst heute zum Beispiel 30 Minuten nur der First Touch. Und so kannst du dich so weiterentwickeln, wenn du das wirklich willst, alleine oder wie wir es machen, wir bieten ja Individualtrainings an, dann geh zu einem Individualtrainer, mach dich besser, sag ihm, wo sind deine Schwächen und wo sind deine Stärken und mach deine Stärken noch besser und trainiere sicherlich auch deine Schwächen. Fußballerisch ist wichtig, aber auch die Athletik. Heutzutage wird Fußball immer athletischer. Das heißt, du musst die Athletik trainieren. Sprints, Sprünge, Krafttraining, Beintraining. Wirklich, du musst ready sein. Rumpftraining. All das muss auf einem Top-Niveau sein, damit du Fußballprofi wirst. Aber auch hier kannst du dich immer steigern. Sagen wir zum Beispiel bei den Planks. Du kommst auf 1 Minute, dann sagst du, okay, morgen komme ich auf 1 Minute 10. Oder das gleiche beim Jonglieren. Ich habe so viele Spieler, die können bis 50 jonglieren, nachher nicht weiter. Dann sage ich ihnen immer, geht raus, sag zum Beispiel, heute schaffe ich 60 und dann kommt ihr erst nach Hause, bis ihr 60 geschafft habt. Solche Sachen sind so extrem wichtig, um dich immer kontinuierlich zu verbessern. Kommen wir zum dritten und letzten Schritt und das ist das Verhalten auf und neben dem Platz. Ich fange direkt einfach an, das ist die Pünktlichkeit. Lieber bist du 30 Minuten zu früh an einem Spiel, an einer Spielbesammlung, als 1 Minute zu knapp. Weil der Trainer sieht das, der Trainer ist aufmerksam, er sieht, okay, der Spieler möchte heute spielen, ja, der Spieler kommt zu spät, er hat vielleicht keine Lust, dann lässt er lieber jemanden spielen, der wirklich möchte. Ja, auch zum Beispiel bei Übungen. Der Trainer zeigt euch etwas vor, dann versuch immer der Erste zu sein, der die Übung nachmacht. Das kommt so gut an bei den Trainern und
Der Trainer merkt, okay, er möchte das Gleiche wie mit dem Pünktlichsein, auch auf dem Platz laut und deutlich sein. Der Trainer muss dich hören, die Spieler müssen dich hören und so fällst du automatisch auf. Logischerweise positiv, motivierend, wenn jetzt jemand einen Fehler macht in deiner Mannschaft, nicht zusammenscheißen, lieber motivieren, pushen und ja, da sieht der Trainer wirklich, du bist ein Teamplayer. Du kannst das Spiel leiten und das gleiche auch Spiel delegieren. Du kannst Spieler leiten. Geh dorthin, geh nach vorne, komm hinten, komm ein bisschen nach innen. Wirklich, das ist so wichtig. Man muss dich auf dem Platz hören. Ja Leute, zusammenfassend, um Fußballprofi zu werden, braucht es sicherlich Talent, braucht es Wille, braucht es aber auch ein bisschen Glück. Aber wenn du immer dran bleibst, auf Sachen verzichtest, und wirklich den Fokus nur auf Fußball legst, dann kannst es auch du schaffen. Also, bleib auf jeden Fall dran. Wie gesagt, Consistency ist wichtig. Dranbleiben und dann wirst auch du zum Fußballprofi. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist das erste Video von mir in dieser Art. Also, lasst auch ein bisschen Liebe hier. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ich etwas vergessen habe. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao.